So, hallo erstmal zu unserem Sabbater Regenwald Guide zu Ulala Idol Adventure. Sabbater Regenwald ist der zweite Abschnitt, den es zu bewältigen gibt. Ups, das ist ganz raus. Und ja, die Bosse hier sind eigentlich auch nicht schwer. Schauen wir uns dann erstmal an. Also, Konterattribut wäre Blitz oder Erdeblitz. Fähigkeiten von Gegnern sind jetzt nicht so schwer, außer dieser passive Skill. Also ich habe, gibt eine Fähigkeit, damit könnt ihr die dann immer entfernen. Ich zeige euch das mal. Wäre jetzt zum Beispiel bei dem Assassinen das Zerstreuungsschwert. Also verursacht Schaden und entfernt 2 Buffs vom Gegner. Da müsst ihr halt immer ein bisschen gucken, ob wenn euch der Damage fehlt oder wenn ihr zu sehr immer an dem Schild zu knabbern habt, weil ihr eben noch nicht so genügend Damage macht, dann ist es immer sinnvoll, den hier mit reinzunehmen. Also den hat jeder DD. Genau, das Pad, ganz normal. Also der Boss ist eigentlich nicht schwer. Hey, ich bin jetzt eigentlich für den Cave schon wieder viel zu stark. Das Problem war, wie ich das Video aufzeichnen wollte, hatte ich keine Zeit. Und natürlich leveln die Charaktere ja auch weiter. Deswegen bin ich jetzt eigentlich schon wieder viel zu stark dafür. Wobei der letzte Bossgegner trotzdem nicht gerade leicht ist. Auch wenn man schon ein bisschen stärker ist. Aber zu dem kommen wir dann noch. So, den Freund hatten wir hier auch schon. So, der hat auch wieder so ein passives Schild. Da ist auch wieder, wenn ihr das Schild, mit dem Schild Probleme habt, dann wieder diesen Debuffer mitnehmen bei den DDs. Ansonsten braucht ihr in eurem Setup nichts ändern zum Drachen. Zum T-Rex. Weil der hat ja auch Blitz und Erde. Also wenn man... Was hat er, glaube ich, den... Oh, was hatte ich? Genau, den Tiger. Ja. Recht viel besseres hatte ich eigentlich auch nicht. Besonders könnte... Ja, ich könnte jetzt den noch mit reinnehmen. Aber... Hat jetzt nicht auch so den Mega-Unterschied gemacht. Weil... Dann nehmen wir den schon mit rein. Aber bei den anderen hat es eigentlich gepasst. Ja, die sind zwar jetzt auch alle so eingestellt, aber soll jetzt nicht so. Vorhin schon mal probiert, da hat es auch geklappt. Aber wie gesagt, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr an dem Boss scheitert, dann natürlich die Pets dementsprechend besser anpassen. Also in dem Fall wäre jetzt hier im ein Blitz-Feuerpad wäre natürlich dann ideal. Dann also macht man erstmal Blitz, mit dem Blitz konnte man die Erde und dann mit dem Feuer auf den Blitz. Aber dadurch, dass ich jetzt natürlich schon ein bisschen stärker gelevelt habe, stecken die das auch so ganz gut weg und der Boss ist jetzt auf dem Level noch nicht die Herausforderung. Also wie man gerade gesehen hat, er hat das Schild gecastet und es war nach ein paar Sekunden dann schon wieder weg, also. Dann kann man das schon ignorieren eigentlich. So, der Freund hier ist schon ein bisschen gefährlicher.
lade die Attacke hier. Also hier dieser Katastrophenplatz. Muss man natürlich dann auch wieder die Pets umbauen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was der hatte. Genau, also Feuer umbauen am besten. Feuerblitz. Oh, da hab ich ja gerade einen gekriegt. Bin nicht mal schlecht. Ja, gerade am Anfang hat man meistens das Problem, dass man nicht die passenden, wie soll ich sagen, die passenden Pets, Elemente dafür hat. Das macht die Sache natürlich dann doch um einiges schwerer. So, ja, jetzt hier zum Beispiel beim Tank. Theoretisch müsste ich jetzt Symbiose nehmen, aber da mein Tank ja eh schon ein paar Level drüber ist, kann ich auch das hier nehmen. Ja, beim Healer habe ich nur... Na, dann nehme ich doch lieber das. Ja, beim Healer immer lieber Symbiose nehmen oder Assist. Assist natürlich vor Symbiose, aber wenn ihr nichts anderes habt, dann geht auch Symbiose. Es ist eh immer wichtiger, dass das Element passt. Oder der Rest dann passt. Anfangs sind die Werte eh noch sehr niedrig. So, bei dem Boss hier zum Tank auf dem ersten Slot am besten die Unterbrechung reinmachen. Auf dem zweiten Slot dann die Schadensreduzierung für die Gruppe. Und auf dem vierten auch. Wird es beim Gladiator ja genauso. Und bei den DDs mache ich das immer so. Da habe ich hier auf dem zweiten Slot nochmal einen Intercept. Und beim Assassinen habe ich den auf dem vierten Slot. Hier, im Roundhouse. Ja, da muss man am Anfang ein bisschen rumtricksen, weil man ja nur drei Kicks zur Verfügung hat. Das wird dann, ich glaube, nächste oder übernächste Map wird es dann auch besser, weil man hat der Tank dann schon alleine zwei und fast jeder DD hat dann zwei. Da kann man dann schon ganz anders arbeiten. Ja, bei dem Boss ist halt wirklich nur wichtig, dass man die eine Fähigkeit unterbricht, weil die extremen Schaden macht und der Healer das kaum Gegengehalt bekommt, weil man zu dem Zeitpunkt auch eigentlich keine AOE-Heals hat. Was die Sache natürlich um einiges schwerer macht. So, was kann der freuen? So, der hat jetzt auch Blitz und Feuer. Ich habe ja gerade auf Feuer umgestellt. Ja. Hebt sich zwar dann ein bisschen auf, aber das kann man trotzdem machen. Ideal wäre jetzt natürlich, wenn man theoretisch ein Feuer-Eis nehmen würde, was wir nicht haben. Von daher lasse ich das jetzt einfach mal so. Weil man sieht ja hier, Blitz ist am stärksten. Mit dem Feuer kann ich das Blitz kontern. Und hätte ich jetzt noch Frost auf Feuer, wäre natürlich ideal. Aber es geht auch so. Der Boss ist jetzt nicht so stark. Er macht eigentlich nur Schaden, bösen Schaden auf dem Tank. Also den gut heilen. Ansonsten braucht man eigentlich auch nichts ändern. Die Fähigkeit erstmal unterbrochen, das ist natürlich dann immer wichtig, da die erste Fähigkeit unterbrechen. Weil die natürlich dann auch den meisten Schaden macht. Aber so ist der Boss eigentlich kein Problem.
So, der Freund hier ist ein bisschen kritischer. Können wir das Pet auch so lassen? Der macht AOE-Schaden und auch permanent hier alle 8 Sekunden Schaden. An dem Boss habe ich erst ein bisschen länger gekniffelt, weil das Problem war, weil mir einfach beim Healer AOE-Heal gefehlt hat, weil ich dann mit Single-Target habe ich die Gruppe nie gegengeheilt bekommen, was das Problem ist, man kann die Fähigkeiten auch nicht wirklich unterbrechen, weil der hat da keinen Charge oder keinen Cast, sondern sobald die Fähigkeit aktiviert wird, führt er die sofort aus. Deswegen habe ich es dann so gemacht. Ah, das war das falsche Fenster. Ja, wo ist es denn jetzt? Immer wenn man was gucken will. Ja, genau, hier. Also, wir waren ja, wie wir das angefangen haben, waren wir ja noch in der Bata-Wüste. Und hier ab. Nee. Jetzt erzähle ich gerade Mist. Ja, doch, es geht schon von oben nach unten. Und nicht nach unten, nach oben, na nee, egal. Also. Wir haben ja, wie wir den Guide angefangen haben, wie ich da fertig war, war ich ja noch in der Bata-Wüste mit meiner Truppe. Und beim Healer ist es so, dass man in der Babao-Küste dann eben zwei AOE-Heals bekommt. Deswegen habe ich dann geguckt, dass ich in die Babao-Küste reinkomme. Die Bosse bis dahin waren nicht sonderlich schwer, die sollte man eigentlich so auch schaffen können. Und habe dann für den Healer eben zwei Gruppenheals bekommen. Einmal hier diesen Lebenssamen und einmal den universellen Frieden. Es gibt für den Charmy gibt, der kriegt seine zwei Gruppenheals da auch so. Also wenn ihr bei dem Boss partout nicht weiterkommt, kann ich euch das echt nur empfehlen, da zu gucken, dass ihr die Gruppe noch ein bisschen höher pusht in die nächste Map und euch dann für den Healer in die zwei Gruppenheals holt, weil das macht den Boss halt um einiges einfacher. Dadurch, dass man halt die Fähigkeiten noch nicht wirklich unterbrechen kann. Höchstens mit Silence immer vom Warlock oder vom Mage, aber habe ich noch nicht ausprobiert. Und so auch nicht hinbekommen, deswegen habe ich das damals so gemacht. Das war dann für mich eigentlich die einfachste Möglichkeit. Weil der Healer. Gerade am Anfang kriegt er das halt mit seinen Single-Target-Heals einfach nicht hochgeheilt. Man hat zwar ein paar mehr Heals, die zwei Ziele auf einmal heilen, aber die waren bei mir auch noch nicht so hoch. Deswegen hatte ich da keine Möglichkeiten, die Gruppe hochzuheilen. Was natürlich auch wichtig ist, ich habe jetzt nichts an den Skills geändert, das heißt, vom Tank die Schadensreduzierung für die Gruppe ist immer noch auf Slot 2 und auf Slot 4. Macht natürlich dann auch nochmal ein bisschen was aus. Aber wie ihr seht, mittlerweile kriegt der Healer halt die Gruppe komplett hochgeheilt. Okay, mittlerweile sind wir auch, glaube ich, ja, 6 Level drüber, aber gerade am Anfang, wenn man auch nur Level 33 oder 34 hat, ist es schon verdammt schwer, die Gruppe hochgeheilt zu bekommen. So, der Kollege hier. Er ist auch ein bisschen anspruchsvoller. Also, der macht auch massiven AOE-Schaden. Die Kopfnuss ist ignorierbar. Aber gerade dieser Zyklon, also, wenn man den nicht unterbricht, also, den hält die Gruppe vielleicht einmal aus, aber beim zweiten Mal ist dann. Sayonara. So, da muss man jetzt schnell wieder die Pets umbauen. Ja. Nämlich jetzt mangels Alternative ein Attack-Pad. Weil die manchmal gar nicht so schlechte Werte haben. Das ist natürlich für den Tank. Ah, ne.
Doch, Frost. Frostfeuer ist natürlich ideal. Habe ich natürlich nicht. Na, dann nehme ich den Kollegen hier. Naja, Werte sind auch ganz okay. Den hier. So, du musst jetzt mal gucken, der hat 2,8, der hat 3,5. Okay. Den. War auch nicht der Hit, aber sollte reichen. Ich glaube, wie ich die Form probiert hatte, hatte ich nicht mal die Pads umgestellt, sondern nur geguckt, ob ich es schaffe. Also so, jetzt wurde diese Hauptfähigkeit, die eigentlich den meisten Schaden macht, wurde unterbrochen. Und jetzt ist der Boss dann eigentlich auch kein Problem mehr. Also wie ihr jetzt hier seht, okay, jetzt kriegt der Healer halbwegs dagegen geheilt. Aber gerade wenn ihr ein paar Level niedriger seid, ist dann natürlich schon echt schwierig. Wobei man ja auch, wenn man zu dem Zeitpunkt noch nicht gepusht hat, auch noch keine AOE-Heals hat, was es dann eh sehr schwierig macht. So, jetzt kommt absolute Hate-Boss für viele. Schildkröte. Also die Schildkröte, die dreht sich eigentlich fast nur dauernd, und wenn man das nicht unterbricht, also da heilt die sich auch noch dadurch, deswegen stirbt man dann eigentlich. Und das Schwierige ist eigentlich zu dem Zeitpunkt, dass man eben nur 3 Kicks zur Verfügung hat. Das heißt, man kriegt das gar nicht immer hundertprozentig hin, dass sie immer gekickt werden. So, jetzt stellen wir erstmal die Pets um. Am besten Erde Blitz wieder. Nehme ich wieder den hier. Mal gucken. Der hat 3,8. Der hat 4,3. Ich gucke da immer nach dem Assist-Wert. Dann ist der auf jeden Fall stärker. Weil Assist erhöht ja. Ey, bla bla. Erhöht den Attack-Bonus, den euer Charakter dadurch bekommt. Und das ist natürlich dann. Gerade bei dem Boss dann schon wichtiger, wo es auf Schaden ankommt. Der hat den Honigdachs, der ist auch okay. Der hat 5,5, ne? Und gerade beim Tank, ja, der hat 4,5. Also ich glaube, ich habe nicht mal irgendwie ansatzweise was, was halbwegs in die Richtung kommt oder von den Attributen passen würde. Ja, okay, hier. Der vielleicht noch, der hätte 4,8. Könnte ich auch nehmen, aber... Wir brauchen auch ein bisschen Schaden noch dazu, weil die Gruppe ja sonst reicht's nicht, deswegen nehme ich lieber den Honigdachs. Da macht halt das Pattern selber auch Schaden. Gerade beim Tank, wenn der Tank das weggeheilt bekommt, oder sagen wir es so, wenn der Healer das weggeheilt bekommt und der Tank es aushält, ist es natürlich dann sinnvoller, vielleicht sogar ein Attack-Pad zu nehmen, damit vom Tank doch noch ein bisschen mehr Schaden dann kommt. Also das macht bei manchen Bossen dann die Sache halt um einiges einfacher. Oh, ja, das hat jetzt natürlich nicht so der Hit, aber... Ich ändere... Den hier nehmen... Blitz... Ja, nehme den hier. Er hat 6 auf Erde, 4 auf Blitz, 4,7 Assist. Sollte ganz gut gehen. So,
So, hier hat der Honigdachs 4-4. Der hat 5-9, also wäre ich natürlich jetzt blöd, wenn ich den Honigdachs nehmen bei 5-5. Nehme ich lieber den 5-9er, gerade für den Warlock. Ja, gerade am Anfang verbringt man meistens mehr Zeit mit dem Pets aussuchen als mit was anderem oder halt mal eben die Skills anpassen. Aber wie gesagt, die lasse ich jetzt auch erstmal so. Also es könnte sein, dass ihr in eurer Gruppe zum Beispiel dann den Kick, der auf Slot 4 ist, vielleicht auf 3 macht. Es kommt jetzt immer halt darauf an, wie eure Gruppenkonstellation ist. Das weiß ich jetzt nicht. Weil ich habe gemerkt, wenn ich den Roundhouse vom Assassin auf Slot 3 packe, ist der ungefähr auf der gleichen Zeitachse wie der Unterbrecher vom Warlock, obwohl der bei dem auf dem zweiten Slot ist, weil bei dem die Skills am Anfang auch ein bisschen mehr kosten. Deswegen mache ich den beim Assassinen lieber auf 4. Das habe ich schon öfters mal was gekickt, was ich so sonst nicht gekickt hätte. Ja, den Boss habe ich am Anfang verflucht. Ich glaube, wenn man mit dem Spiel anfängt und jetzt die Ahnung hat, da ist der doch schon ein bisschen knackig. Und ich kann euch direkt nicht beruhigen, der Boss kommt wieder. Ja, wichtig ist halt echt bei dem, dass man ihn oft unterbricht. Das ist so echt mit das Wichtigste. Läuft hier zum Beispiel gerade einmal fast komplett durch. War dann echt schlecht, weil der heizt sich in der Zeit auf. Nach jedem Unterbrechen der Fähigkeit kriegt er mehr Schaden in dem Moment. Ah ja, noch als Tipp, wenn eure Kicks zum Beispiel oder eure Unterbrecher, wenn die immer verfehlen, dann kann es auch sein, dass euer Slot einfach zu niedrig gelevelt ist. Weil der nämlich auch da mit der Trefferchance, hängt mit der Trefferchance zusammen. Jawohl, der Felser. Jawohl. Wollte ich euch das noch kurz mit der Trefferchance zeigen? Also jetzt hier zum Beispiel. Level 7 der Slot. 35. Wenn ich jetzt den zum Beispiel, machen wir einfach mal den hier rein und den Roundhouse hier auf was anderes. Hier Level 5. Dann seht ihr direkt, habe ich nur noch eine 100% Hitrate gegen Stufe 29. Tauschen wir den mal wieder aus. Wie ihr jetzt seht, habe ich hier eine 100% Hitrate gegen Gegner auf Level 35. Also es ist wichtig, dass gerade in den Slots, wo eure Kicks drin stecken, dass er die immer wirklich akkurat mit auflevelt. Und die eurem Gegnerlevel entsprechen, das macht es halt um einiges einfacher. Also gerade wenn man zu sehr gepusht wird oder zu sehr pusht, hat man dann das Problem, dass man Bossgegner hat, die einige Level über einen sind. Und dann treffen die Kicks nicht mehr und es ist dann halt echt ärgerlich, weil wenn man die kicken würde, wird man einen Boss eigentlich dann auch schaffen. Und dann scheitert es im Endeffekt nur daran, dass das Slot-Level zu niedrig ist. Deswegen immer gucken, dass die immer euren Bossgegnern vom Level her dementsprechend hoch genug sind. An der Stelle war es das dann auch. Danke fürs Zuschauen, hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr fandet es informativ. Wenn dem so war, würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr mir natürlich auch einen Kommentar hinterlassen, wieso und weshalb. Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, bye bye.